So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner Friend. Ich glaube, wir sind schon bald am Ende von The Inner Friend. Ich habe jetzt eine Zeit lang nicht mehr gespielt, es tut mir sehr leid. Ich war krank, bin krank. Mir geht's immer noch nicht so hundertprozentig. Und ja, ich weiß aber noch, das letzte Mal waren wir im Strompark und danach... wo waren wir nach dem Strompark? Nee, das war, der Strompark war das letzte und davor waren wir noch im Krankenhaus. Eigentlich hatte ich diese Teile schon eingefügt, aber ist okay. Fügen wir sie nochmal ein. Das habe ich vergessen. Genau. Dann hat es in der Ecke irgendwas für Geräusche gemacht. Da habe ich auch noch was übersehen. Also ich werde dieses Spiel wohl nochmal spielen müssen. Ist hier gerade was runtergefallen oder konnte ich rennen eigentlich? Nee, ne? Hier kann ich nichts mehr machen. Entschuldigung, ich habe etwas Schnupfen. Aber ich stürze mich jetzt gleich ins nächste Abenteuer. Mal gucken, wie lange es jetzt noch geht. Warum renne ich mich jetzt weg? Und ich hoffe, mein Schnupfen stört euch. Wenn doch, habt ihr Pech. So. Fliegen. Oh, hä? Nicht fliegen. Das sieht merkwürdig aus. Ah, okay. Wo ich lang gehe, hört das auf. Und geht danach weiter. Also es ist nur um mich herum so und so. Merkwürdig. Ich werde jetzt versuchen, auch dieses Level etwas mehr mich in der Umgebung umzugucken, damit ich die Items finde. Weil das doch schon sehr ärgerlich ist, dass ich in den anderen Gegenden so viele Items übersehen habe. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wo es hier weitergeht. Wahrscheinlich muss ich irgendwie hoch oder so. Noch nicht. Ach, oh, hä? Oh. Gut, wollte gerade sagen, ey. Ich kann da ganz einfach durch, das ist auch okay. Wir sind jetzt auf so einer Art Baugelände. Was das alles zu bedeuten hat. Tja. Auf jeden Fall lebt der Boden. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich keine Items übersehe. Aber eigentlich hört man ja auch das Geräusch. Also ist mir ja jetzt aufgefallen. Und hier geht's nicht weiter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich laufe einfach erstmal ein bisschen lang. Denn, naja, wir werden schon sehen, ne? Die Musik ist noch so ein bisschen angespannt. Und, ja. Ich hoffe nicht, dass uns hier irgendwas verfolgt oder so. Weil ich mich hier nicht auskenne. Ich glaube, ich muss hier runter. Naja, ich muss da durch die Röhren. Hui. Toll, das ist super. Oh, ich mag das nicht. Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube... Okay. Also das Spiel ist nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Es ist mehr Atmosphäre als richtig Horror, richtig krass Jumpscares und so. Finde ich aber auch schön. Also es ist trotzdem immer noch sehr sympathisch. Obwohl man hier wirklich arg viel rumlaufen muss. Okay. Das ist okay. Und da steht unser kleiner Freund. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas übersehe. Hey. Oh. Was? Ein... Was ist das? Beton? Oh, der Vogel. Oh, wie traurig. In einem Karton beerdigt haben sie ihn jetzt. Aber warum hier? Warum jetzt? Und das ist schon nicht. Oh nein, nicht traurig sein. Ach, wie süß. Oh, okay, jetzt können wir wieder mit ihm durch die Gegend laufen. Das ist eigentlich... Ich weiß nicht. Oh. Okay.
Okay. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Hier sind so viele Säulen. Das ist Wahnsinn. Ups. Entschuldigung. Ein bisschen verloren. Es ruckelt ab und zu ein bisschen. Ich glaube, er lädt aber einfach die Umgebung. Es ist ziemlich viel. Wow. Da vorne glitzert wieder was. Das ist mir zu ruhig hier. Zu ruhig. So. Huch. Ach, jetzt. Okay. Ah, okay. So. Ah, okay. Na dann, komm mal weiter. Oh, wow. Meistens sieht man das, was vor der Nase steht, nicht. Also den Wald vor lauter Bäumen. Ich möchte trotzdem mich weiter umgucken. Du wartest kurz hier. Meistens liegen die Items in solchen Ecken. Oder eben nicht. Na toll, bin ich einmal außen rumgelaufen. Gut. Ah, da oben sind die Würfelwelten. Ergibt das ein Bild? Hm, sah gerade so aus. Naja. Vielleicht kann man in dieser Gegend auch gar keine Items finden, weil es jetzt langsam zum Ende zugeht. Wer weiß. Ja. Ist. Warum willst du da nicht runter? Komm. Eine Puppe. Warum nicht die denn? Ich dachte, ich nehme die jetzt mit. Okay, da geht's nicht weit. Ah, dann können wir bestimmt wieder das umkippen. Ja, er steht doch direkt hier. Ach Mensch. So, geht's hier. Da geht's runter, aber rüber komme ich bestimmt nicht. Er hat ja auch gestoppt. Er stoppt immer, wenn es da nicht so weitergeht. Da stoppt er aber auch. Aber wir müssen hier weiter, mein Freund. Das sieht voll unheimlich aus. Dieses schwarze Gebäude so. Mein Gott, geht's hier weit. Also ich kann... Wahrscheinlich müssen wir da gleich weiterlaufen, aber ich muss ihn erstmal da irgendwie runterholen. Oh, ich hab Angst, da wieder zu springen. Oh. Na toll. Komme ich jetzt zu der Leiter hin? Boah, ich mag den Sound hier unten nicht. War hier nicht irgendwo? Ja. Also ist das so eine Art Notfallgang, falls ich runterfalle? Aber komme ich denn da nicht rüber? Das sieht so aus, als wäre ich rüberkommen. Kann ich springen? Doch, ich kann springen. Warum springt ihr denn da nicht? Jetzt. Ah, okay. War ich wohl eben zu blöd, den Knopf zu drücken. So, wie kriegen wir dich denn da jetzt runter? Ach, hier, warte. Die Dinger sehe ich einfach nicht, weil die so offensichtlich sind. Also geht's hier weiter und das drüben war nur so... Ja, Übergang, dass man wieder hochkommt, falls man runterfällt. Hier auch, ne? Ja. Da ist wieder was Glitzerndes. Ich gucke mich noch schnell um und dann geht's weiter. Also es ist wichtig für mich, jetzt die Items zu finden. Ja, da ist wieder eins. Ich höre es.
Ich habe auch vorher nie darauf geachtet, auf den Ton. Auch weil ich sehr nervös war. Und jetzt habe ich ja festgestellt, dass das Spiel gar nicht so schlimm ist. Dass es mehr um die Story geht. Entschuldigung, die ich noch nicht so verstehe. Jetzt weiß ich halt auch, dass Items einen Sound machen. Vielen Dank. Ich wäre echt dankbar, wenn ihr mir mal eure Interpretation so erzählen könntet, wie ihr das so seht mit dem Spiel und so. Was ihr denkt, worum es hier geht. Was hier passiert. Und ich muss da hinten das Teil umschubsen. Und irgendwie macht das teilweise echt gruselige Geräusche. So, zwei Stück gleich, nicht dass ich wieder verschlage. Da hinten wird noch so viel gebaut. Das ist ja riesig. Ein riesiges Gelände. Aber es passiert nicht viel. Es ist nur laufen und ein bisschen schubsen und sich umgucken, ne? Hier. Und die andere von da. Du kommst auf jeden Fall. Ach nee, du kommst ja nicht weit. Jetzt muss ich runter, ne? Ach, hier kann ich runter. Nur halb runter. Mir gefällt das da ganz unten gar nicht. Brauche ich ihn hier? Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber kann er denn springen? Ach, Nase. Nee, ich brauche ihn hier gar nicht, oder? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Er ist da hinten, ey. Wieso sind wir denn jetzt hier auf dieser Ecke? Vielleicht muss ja eigentlich das Ding da zum... Also, dass sich das zusammenbaut. Das ist ja wieder was, wo ich hochklettern kann. Falls ich runterfalle, denke ich mal. Kann ich da noch irgendwas? Ich bin ja jetzt viel zu weit gelaufen. Ich wollte nur diese eine Plattform da umschubsen. Ja, dann versuche ich das mal mitzunehmen, oder wie, dass er das da irgendwie entglitzert, oder was? Weil ohne ihn scheint das ja nicht zu funktionieren. Ich entglitzere nichts. Na, dann müsste er hier rüberspringen halt. Und hier. Hier ja auch. Oder mit ihm von unten lang laufen, wenn ich ganz runterfalle. Du musst mir helfen. Ja, du gehst nicht runter, ne? Ja, er steht hinter dir. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Er geht ja hier auch nicht runter, ne? Nee. Von der anderen Seite irgendwie kommt da ja auch. Das ist doch. Das kann jetzt ein wenig dauern. Oh oh. Okay. Hier, wie kommen wir denn da hin? Ne, da müssen wir weiter dann wahrscheinlich. Scheiße. Ach man, das ist doch doof. Okay, das ist wohl verbuggt.
Bin ich jetzt ganz am Anfang? Ich weiß es nicht. Ach nee, hier war ich vorhin, ja. Wie kriege ich meinen Kumpel hier rüber? Wie kriege ich das hier zum Leuchten? Zum Entblitzen? Weil das bringt mir ja nicht viel, wenn ich da drüber... Ah, oh Gott, ich habe es schon wieder übersehen. Ist doch... Oh, es tut mir leid. Weg. Ja, das ist verbuggt. Das ist okay. Also toll. Ah, Mensch. Hier. Wo kommen wir jetzt hoch? Ich glaube links rum war das. Ja, da. Ja, genau hier. Ja, das war da oben. Ein bisschen verbuggt. Ach nee, ne? Ach nee, ne? Ach, das ist nicht euer Ernst. Nee, kann ich noch irgendwie anders rum? Ist das euer Ernst? Ich spule ein bisschen vor, bis ich es geschafft habe, nach oben zu kommen. Bis gleich. Nachdem ich es jetzt endlich geschafft habe, ja, dann entglitzern wir mal, ne? Ich gehe nicht mehr über Brücken, bevor sie fertig sind, oder auch nicht zurück, weil das sich da oben verbuggt hatte und ich komplett nochmal den ganzen Abschnitt spielen musste. Ja, so ist das manchmal. Die Inner Friend. Da-di-da-da. Eine Wanderung durch den Baupark. Sind wir da am Anfang? Nee. Das sah noch so aus. Oder? Das war ja auch ein blauer. Ja, nee, es ist nicht der Anfang. Ja, ja. Ja, ja. Dass die hier im Kreis laufen, ne? Das finde ich nicht gut. Aber es ist sehr viel gelaufen. Das ist doch der Anfang, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Orientierung, aber es sieht auch alles gleich aus. Nein, das ist nicht der Anfang. Da war nur ein blauer Container. Und da oben ist wieder ganz viel. Wahrscheinlich wie so eine Röhre, die umgefallen ist. Ja, das ist die Röhre hier, die ist zerstört und die setzt sie dann wahrscheinlich zusammen. Oha. Oha. Okay, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Vielleicht durch ein Erdbeben? Oh. Durch ein Erdbeben heruntergefallene Gebäude und das Kind war da zum Spielen aus Versehen oder so. Und wäre jetzt eine Theorie, weil der Boden ja bebt. So. In dem Sinne. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Kleinen hier immer so einen fantastischen Sinn für Spielplätze haben. Okay. Was ist das? Also gehen wir jetzt ein bisschen shoppen, ja?
glaube aber, die Folge wird sonst zu lang. Ich muss hier einmal einen kurzen Break machen und was in Be Best passiert, seht ihr dann in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass das jetzt nur viel Rumgelauferei war. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Interesse. Wie es weitergeht, seht ihr dann nächste Folge. Und wir sehen uns wieder in Game, beziehungsweise hören uns. Bis dahin und bye bye.